Heilbronn. In dieser Stadt wurde ich geboren. Hier überlebte ich den 4. Dezember 1944 den Einmarsch der Alliierten, Brennnesselspinat, Zuckerrübensirup und Hamsterkartoffeln. Das ist lange her. Niemand fragte mich, ob ich Hunger habe. Mit diesen Worten leitete der Dichter Ernst S. Steffen einen Leserbrief ein, den die Heilbronner Stimme im Juli 1968 abdruckte. Es war ein Leserbrief, der es in sich hatte. Ein Leserbrief, in dem Ernst S. Steffen einerseits mit der bürgerlichen Fassade der Stadt abrechnete, in dem er aber auch die Misshandlungen durch die Familie, durch seinen Vater, ebenso wie die durch die Fürsorgeheime und die Zuchthausjustiz offenlegte. Ernst S. Steffen wurde am 15. Juni 1936 geboren. Seine Eltern lebten zu dieser Zeit in Böckingen im Haus Großgatterer Straße 120. Der Vater, er hieß ebenfalls Ernst mit Vornamen, wurde 1938 als Unteroffizier bei der Wehrmacht geführt. Er stammte aus Achterwehr bei Kiel und war von Beruf Musiker, Saxophonist. Ernst S. Steffen porträtierte ihn in seinem Gedicht Nekrolog für Vater folgendermaßen: Der Krieg gefiel ihm nicht. Er nannte ihn oft einen Scheißkrieg, wenn es keiner hörte. Gegen eine Meute torkelnder Bäume anpissend, eine große Flasche unterm Arm. Die blieb ihm. Nachher gehörte er zu denen, die ihn verloren hatten. Er ließ sich bereitwillig entnazifizieren. An dieser Stelle wäre er Dichter geworden, hätte er gewusst, dass es Gedichte gibt. So konnte er nur seine Kinder prügeln und seine Frau nachts erschrecken. Mit seinem Saxophon trieb er weiß-gelbes Mündungsfeuer mitten durch magere Nachkriegsbäuche und ließ sich dafür bezahlen. Mit dem Geld besoff er sich. Manchmal träumte er von Reichtum, später schlug ihm einer die Schneidezähne aus. Da verkaufte er das Saxophon. Ohne Schneidezähne ließ es sich nicht spielen. Es war ein S alt. Damit ist der Ton gesetzt für diese Dichterbiografie. Ein harter Ton, ein Ton aus den Kreisen am unteren Ende der sozialen Rangfolge. Die Mutter Frieda war erst 19 Jahre alt, als sie Ernst S. Steffen gebar, und sie war noch unverheiratet. In den ersten Nachkriegsjahren tauchen die ersten städtischen Fürsorgeunterlagen auf, aus denen die Lage der Familie deutlich wird. Sie wohnt inzwischen in Böckingen in der Keilstraße. 1948 wird Ernst für 2 Jahre in ein Jugendheim bei Ehingen gesteckt. Als ich 12 Jahre alt war, wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert, weil mich mein betrunkener Vater halb tot geprügelt hatte. Er hatte mich halb tot geprügelt, weil ich vor seinen Prügeln davongegangen war, aus Angst vor diesen Prügeln. Ich nächtigte damals in Kohlenschuppen und Ruinen und so. Niemand fragte mich, ob ich Schmerzen habe. Vom Krankenhaus weg wurde ich in ein Fürsorgeheim gebracht. Niemand fragte mich. Sie saßen hinter ihren Schreibtischen in Heilbronn und erledigten eine Sache in Sachen Ernst S. Steffen. Und abends saßen sie in ihren Familien und gaben ein gutes Beispiel. Als der nun 14 Jahre alte Ernst S. Steffen 2 Jahre später nach Heilbronn zu seiner zerrütteten Familie zurückkehrte, lebte diese in Heilbronn in der Werderstraße 183. 1954 ließen sich die Eltern dann scheiden. Steffen wurde wohl nie heimisch in der Stadt. Auch verschiedene Delikte wie Diebstahl, Körperverletzung, Hehlerei folgten weitere Aufenthalte in Fürsorgeanstalten, in Jugendarresten und schließlich ab 1962 eine Haftstrafe von 5 Jahren im Zuchthaus in Bruchsal. Hier traf der junge Strafgefangene auf Rolf Zelter, damals Gefängnisassessor in Bruchsal. Zelter gründete für die Strafgefangenen einen Literaturkreis, zu dem auch Ernst S. Steffen stoßen wollte. Zelter erkannte Steffens Talent und besorgte entgegen der Vorschriften eine Schreibmaschine für ihn. Zelter organisierte im Stuttgarter Theater in der Altstadt eine Lesung unter anderem Steffens Gedichten Auf dem Blechnapf getrommelt, die einige Aufmerksamkeit in den Medien nach sich zog. In Zelter fand Steffen auch einen Unterstützer, der sich für seine Begnadigung einsetzte.
Steffen wurde vor Weihnachten 1967 aus der Haft entlassen. Sein Vater war im Jahr zuvor gestorben. Er hatte Selbstmord begangen. Nach einem Artikel des Journalisten Rudi Fritz über Ernst S. Steffen in der Heilbronner Stimme und der Reaktion des Dichters im erwähnten Leserbrief kam er zudem in Kontakt mit der Heilbronner Familie Bronikowski, die ihn ebenfalls unterstützte. Steffen arbeitete zeitweise in einer Setzerei, kurzzeitig als Volontär beim Südwestfunk in Baden-Baden und beim Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken. Seine Gedichte wurden 1969 im renommierten Luchterhand Verlag veröffentlicht unter dem Titel Lebenslänglich auf Raten. Aber Steffen findet für sich kein Zuhause, wie er es sich selbst in einem Gedicht prophezeit hatte. Heimkehr. Wenn ich nach Hause komme, wird alles fremd sein. Der Horizont wird mich schwindeln machen. Wenn ich nach Hause komme, werde ich nichts gewesen sein, nicht einmal Verbrecher, nicht einmal traurig, nicht einmal fort. Ich werde nicht nach Hause kommen. So wird es sein, wenn ich nach Hause komme. Ernst S. Steffen starb am 10. Dezember 1970 in Karlsruhe an den Folgen eines Autounfalls. Rosemarie Bronikowski schreibt: Steffen musste offenbar, um seine Freiheit zu spüren, schnell und gewagt Auto fahren. Denn das freie Leben war nicht wirklich frei, er stand ständig unter Druck. Sein Buch Rattenjagd, Aufzeichnungen aus dem Zuchthaus, erschien posthum 1971. Das hier ist keine Literatur und soll auch keine sein. Ich spreche. Aber weil ich nicht unmittelbar mit euch sprechen kann, schreibe ich das Sprechen. Und weil ich in einer Zuchthauszelle spreche, bedeutet diese Sprache ausschließlich Medium. Deshalb geht es mir nicht darum, Literatur zu machen. Kapiert, Herr Kritiker? Wissen Sie was? Besuchen Sie mich, aber bringen Sie 10 Jahre absolvierte bundesdeutsche Haft mit, damit wir nicht aneinander vorbeireden.